Moin, in dieser Episode sehen Sie, der BMW Luxussport Coupé. Kommt wirklich der BMW 8er wieder zurück? Und danach die Top 5 New Muscle Cars, die US Muscle Cars der heutigen Generation. Und zum Schluss Rennspielsport mit Assetto Corsa. Neue Infos über den italienischen Rennspiel, das sehen Sie alles bei Driver TV. Tja, eins vorweg, bevor wir beginnen, möchte ich erstmal mich entschuldigen, dass ich erstmal zu lang weg war. Und nun ja, lang ist es her, seitdem ich meine letzte Episode gedreht habe, aber jetzt bin ich wieder zurück. Aber trotzdem ist die Warnung immer noch da, dass ich immer noch dafür brauche, eine andere Episode zu drehen. Aber je nachdem, trotzdem vielen Dank an den Abonnenten, vielen Dank an die Leute, die mich trotzdem unterstützen und trotzdem meine Episoden gucken und trotzdem darauf ein Like geben. Ich danke euch auch vielmals, ihr seid tolle Zuschauer. Wirklich. Ganz wirklich. Aber gut, endet jetzt das Geschwärfel. Jetzt gehen wir wirklich im Thema rein, nämlich der BMW Luxus Coupé. Luxus Sport Coupé oder in anderen Worten. Das hier ist kein verfranstes Konzeptfahrzeug von BMW. Das soll wirklich der BMW 8er sein. Je nachdem soll das Design so ungefähr darstellen von vorne. BMW hatte gemeint, wir wollen den 8er wieder zurückbringen. Von vorne aus wirkt das eher so wie ein groß gebauter 6er. Von hinten eher komisch. BMW hatte sich darüber entschlossen, es geheim zu halten. Aber es war nicht mehr lange da und schon wurden Fotos gemacht. Von Erlkönige. Und welche Fotos, wer sich noch erinnern kann. So sah die Front aus, so von hinten. Und so wurde er erwischt worden. In einem Parkplatz. Wow, das konnte man ja nicht erkennen. Es war ja nicht geheim oder sowas. Und von hinten sah er auch so aus. Man kann deutlich erkennen, BMW wollte es offenbar ziemlich gut geheim halten. Ja, nicht. Gut, BMW hatte offenbar gesagt, wir wollen den 8er wieder zurückbringen. Denn wer sich noch an den früheren Jahren noch erinnern kann, die erste Generation, so sah der alte 8er aus. Klappscheinwerfer. Und er hatte ein bisschen Stil. Er wollte gegen die S-Klasse antreten, S-Klasse Coupé zumindest, und hatte gegen den CL, der nachfolgenden kommen, leider verloren. Wie es ausstellte. Allerdings mussten sich die Fans noch ein bisschen gedulden. Es dauerte nicht mehr lange und schon hat BMW sich die Interessen schon bereits gewonnen, daraus zu entwickeln. Je nachdem, wie sie gesehen haben, das hier ist die M8-Version. Rot war die Spezialfarbe. Nachdem, das war das Thema über den BMW im 8er. Kommen wir zum großen Thema. Nein. Schon wieder. Es ist schon wieder passiert. Nein. Nein, Spaß. Wir meinen jetzt nicht über diesen Knopf, sondern es war ein kleiner Absturz schon wieder. Aber gut, gehen wir mal zu den Top 5 New Muscle Cars. Die US Muscle Cars der heutigen Generation. Wer sich noch an der letzten Episode noch erinnern kann, dort hatten wir noch über die US Muscle Cars geredet und ja, die früheren alte US Muscle Cars waren schon genug aufregend, doch wir wollen jetzt genau sehen, wie aufregend jetzt auch die heutigen Generationen sind. Deswegen gehen wir mal auf die Top 5, die ich Ihnen vorgestellt habe oder vorgelistet habe. Na egal. Nummer 5, Platz 5 ist der Dodge Charger Hellcat. Wer sich noch an den Dodge Charger erinnern kann, nein, der frühere Dodge Charger war keine viertürige Limousine. Aber die heutige Generation ist leider dazu gekommen, weil sich der Chrysler-Konzern dazu entschieden hat, das Design und auch grundprinzipiell ist deutlich zu ändern. Aber genug denn, der Dodge Charger Hellcat sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch eine schöne Funktionalität zwischen seinen Vorgängern. Auch sein Motor, der zuverlässigerweise auch sogar überarbeitet wurde zwischen seinen Vorgänger, ist massiv gut geworden. Der 6166 Kubikzentimeter große Supercharged 6,2 Liter Hemi Motor aus dem SRT Hellcat V8 Engine, von Chrysler natürlich, leistet 707 PS in 6000 Umdrehungen. Und 880 Newtonmeter in 4000 Umdrehungen in der Minute. Dabei würde man schon direkt denken, die PS-Zahl ist gut genug. Aber man muss nicht nur auf die PS-Zahl achten, sondern auch auf die Umdrehung in der Minute, wie viel Newtonmeter.
880 Newtonmetern, 4000 Umdrehung ist noch ziemlich viel. Das ist lediglich nicht wenig, sondern viel. Und viel meinen wir wirklich viel. Aber gut, gehen wir mal zum Getriebe. Das Getriebe ist ein 8-Speed Tokyo Field HHP 90 Gearbox von ZF. Technisch gesehen kommt er von 0 auf 100 in 3,7 Sekunden und Höchstgeschwindigkeit 320 km/h. Für einen schweren Brocken wie der Charger ist das nicht schlecht. Das Getriebe an sich ist ein 8-Speed-Turbo aus einem Automatikgetriebe. Natürlich könnte man ein manuelles Getriebe nehmen, aber die heutigen Chargers haben meistens nur Automatik. Wer sich noch entscheiden kann, ob Automatik oder manuell, ist selbstbewusst oder selbst entscheidend, wie es machen würde. Doch trotzdem, dennoch ist der Dodge Charger eine verbesserte Version des alten Dodge Chargers SRT. Die Vorgänger des hässlichen 2005er und die früheren Generationen, die aus dem Chrysler 300C und ebenfalls die anderen Generationen sind total verschwunden. Zurück wurde das Design aufgewertet und total verbessert. Insgesamt ist es gut gelungen von Dodge. Der Dodge Charger SRT Hellcat wird schon seit 2014 gebaut. Trotzdem wird er aus demselben Plattform basierend aus dem 2011er, 2012er Version. Technisch gesehen ist es leider ein Großfacelift. Gehen wir mal zu Platz 4. Platz 4 erreicht doch der Chevrolet Camaro Z28. Ein Track-Day-Fahrzeug vom Chevrolet Camaro selber. Das Fahrzeug selber an sich ist ein ziemlich gut gelungenes Auto, was er in den Nürburgring erreicht hatte. Es hat einen Spitzenrekord gestellt und interessanterweise ist es sogar leider auch die schwächste Version. Genauer gesagt, möchten Sie auch genauer wissen, warum? Es liegt an dem Motor. Genauer gesagt, falls Sie jetzt denken, warum da drauf steht alte Broschüre, weil das eben halt alte Broschüre ist. Nein, wir meinen nicht das Testamentblatt aus den alten Broschüren, nein. Sondern alte Broschüre ist tatsächlich das alte Codewort für den Motor. Denn das ist genauer gesagt leider dasselbe Motor wie aus dem 7008 Kubikzentimeter LS7V-8 Engine, meistens von GM. Tatsächlich handelt es auch sogar um denselben Motor, der auch noch in den C6, C7 Motor speziell aufgebaut wurde. C6 eher nicht, aber wirklich nicht. Denn Sie sehen, 505 PS in 6100 Umdrehungen in die Minute und 652 Newtonmeter in 4800 Umdrehungen ist für die Konkurrenz, die ich gerade gezeigt hatte, nicht wirklich viel. Denn an sich ist das auch leider auch nicht nötig, denn das Fahrzeug wiegt sogar wenig. Das liegt auch dank des Getriebe. Leider kann ich das in diesem Bild leider nicht zeigen, denn das Getriebe wurde eher geheim gehalten. Der neue Trimic TR606060 6-Speed Manual Gearbox ist ein spezielles Getriebe für die Camaro entwickelt. Technisch gesehen 3,8 Sekunden von 0 auf 100 und 289 km/h. Wie schon erwähnt, das Fahrzeug selber wiegt weniger als seine stärkere Version des ZR1, denn oder ZL1, je nachdem. Denn, wie schon gesagt, das Fahrzeug wiegt auch weniger. Und an sich gesehen ist das auch leider eine Großfacelift-Version. Schon wieder. Großfacelift-Version derselben Generation, die sie schon seit 2008 produziert wird. Wer wirklich Unterschiede machen will, muss ein Bild daraus machen. Schon seit 2014 wird diese Großfacelift-Version gebaut. Chevrolet hingegen ist sich unbewusst, doch GM hingegen meinte, Geld sparen muss man. Aber gut, über das Thema Geld sparen möchte man lieber nicht reden. Platz 3 geht an den Dodge Challenger SRT Hellcat. Noch ein Challenger oder von der Dodge. Kein Challenger, sondern ein Dodge. Das mit dem Challenger hat man aus Versehen immer Sinn gemacht. Der Challenger SRT 8 Hellcat ist ein überragendes gutes Auto gelungen. Vor allem im Heck. Denn das Auto sieht nicht so aggressiv aus, die man mit dem schönen Grün angesehen hatte, sondern auch die schönen Heckscheinwerfer. Über das rede ich mal darüber später. Genug denn ist das Fahrzeug trotzdem ein Gebrüll. Denn dank seinem selben Motor, wie bei dem Dodge Charger, den 6166 Kubik großen Supercharged 6,2 Liter Hemi SRT Hellcat V8 Engine von Chrysler, ist das, wie schon gesagt, derselbe Motor.
Tatsächlich derselbe Motor, kein Unterschied mit der PS-Anzahl und auch trotzdem kein Unterschied. Das Getriebe ist dennoch ein 8-Speed Torque-Filled HHPP 90 Gearbox von ZF. Ein bisschen ungewöhnliches Getriebe, dennoch von 3,6 Sekunden von 0 auf 100 und 320 km/h. Nur die Sekundenanzahl hat sich nur minimal was getan. Dennoch, wer wissen möchte, warum das Unterschied ist zwischen den anderen Getrieben, muss genau auf das Bild hinschauen und genau auf die Minute achten, wie viel das darauf geachtet wurde. Dennoch gehen wir mal ganz genau zurück. Stay tuned, sagen die meisten Amerikaner, wenn die einen Dodge Challenger SRT Hellcat sehen würden. Man würde darauf Bock haben, es hochzutunen. Genug. Dann gibt es genug Teile. Auch für den Aussehen, Optik gibt es schon bereits andere Teile, die man schon genau sehen wollen. Das Fahrzeug wird schon seit 2014 produziert. Ist schon von mir aus, wie ich schon erwähnt habe, ein großes Änderungs-Facelift-Version. Warum? Schon seit 2008 gibt es schon bereits die Challenger-Fahrzeug und ehrlich gesagt, die Heckscheinwerfer oder die Hecklichter sehen pottenhässlich aus beim Vorgänger. Entschuldigung. Die von den Heckscheinwerfer kommenden neuen facegelifteten Scheinwerfer sehen nicht nur besser aus, sondern auch sehen sogar aggressiver aus. Und wie Sie sehen im Bild, der Challenger ist sogar gut gelungen, Reifen zu verbrennen. Naja, sagen wir mal ganz genau. Reifen zu verbrennen, zu verschleißen. Gehen wir mal zu Platz 2. Platz 2 belegt die Chevrolet Corvette C7 ZO6. Nein, wir reden nicht nach unseren Top 5 Supercars oder Supersportwagen, die wir auch in der 8. Episode schon mal gezeigt hatten. Aber seien Sie mal ganz ehrlich jetzt. Trotzdem hat es der Platz 2 verdient. Warum? Weil das Auto nicht nur aggressiv gut aussieht und trotzdem gute Varietäten von Farben und anderen Dingen anbietet, sondern auch dank seinem leistungsstarken Motor, der 6162 Kubikzentimeter starke LT4 V8 Engine mit Kompressor von GM, mit Truckensumpfschmierung übrigens, also Ölschmierung Truckensumpf, leistet 659 PS in 6000 Umdrehung und 8881 Newtonmeter in 3600 Umdrehung. Schon stark genug, diese Corvette. Wie schon erwähnt, vier Auspuffröhre braucht man nicht direkt zu erwähnen. Das Fahrzeug ist schon bereits eine Wucht. Es ist nicht nur leistungsschnell, sondern auch noch beschleunigungsschnell sehr gut gelungen. Denn das normale Stingray-Version hat dasselbe Getriebe. Ja, Sie sehen richtig. Das ist dasselbe Getriebe wie im Stingray, der 7-Speed THD 6070 Manual Gearbox. Ist dasselbe Getriebe. Man kann das natürlich auch noch automatisch haben, aber kein Witz. Das Ding von 0 auf 100 3,8 Sekunden und 315 km/h aus demselben Getriebe wie aus dem Stingray. Man hat daraus was geändert. Unfassbar, wie viel daraus Änderungen machen kann. Wie schon erwähnt, die Corvette gibt es in verschiedenen Farbvariationen und sie sieht nicht nur brachial gut aus, sondern auch hat sich auch so gut gelungen bewiesen. Das Fahrzeug gibt es schon seit 2015. Auch dennoch ist der Preis sogar ein bisschen höher. Dennoch gibt es auch schon einen Grund, warum der Preis auch ein bisschen höher ist als die Stingray. Der Sped Package Pack, also die sogenannte Paketversion, liefert noch dazu noch Alufelgen und dazu noch einen Carbon-Spoiler mit Carbonbremsen und dazu noch eine Carbon-Lüftungsscheibe. Ja. So viel Geld für Carbon. Das wollen Sie doch haben. Gehen wir mal zu unserem Platz 1. Meiner schönsten Massekasse, die ich jetzt jemals gesehen habe, ist der Ford Mustang GT 350R. Speziell von Shelby, keiner nicht mit den 500, den wir kennen, sondern eher eine spezielle Version, die Shelby rausgebracht hatte. Und das ist aus dem Performance Pack dazu kam. Und gut aussieht. Normale Mustang haben mich nicht so sehr angetönt, leider. Also angetönt zum Beispiel, ja, sieh mich an, ich sehe gut, Massaker-mäßig und bam, schlag jeden ins Gesicht.
Nein, angetönt meinte ich aufregend. An sich ist dieser 56, 350 R, Entschuldigung, ziemlich gut. Und es liegt auch sein Motor. Wie schon erwähnt, leider ist es auch nicht der starke Motor, den wir schon erwarten, konkurrenzfähig. Aber sehen Sie mal trotzdem die Informationen an. Wer sich noch an meinen Old Massacres Reviews noch erinnern kann, die Top-Listen, wird sich noch daran erinnern, dass der Motorgröße ein bisschen anders war. Aber der OHV-Motor von Ford, der Ford V8 Engine, ist derselbe. Also 5163 Kubikzentimeter große Motor, Hubraum wurde genau gesagt nur ein bisschen mehr verändert. Eigentlich ist es derselbe OHV Ford Motor. Technisch gesehen leistet der 533 PS auf 7500 Umdrehung und 582 Newtonmeter in 4750 Umdrehung. Das ist dennoch ziemlich gut gelungen. Wer es wissen möchte, warum? Der Ford Motor hat einen speziellen Antriebsstrang Crankshaft Motor. Ford hat ihn darin überarbeitet mit dem Getriebe zusammen. Denn das Getriebe, was Sie hier sehen, ist nur ein manuelles Getriebe. Es wird keinem Automatik geliefert. Es ist ein 6-Gear Thermic Manual Transmission Getriebe, das von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden und Höchstgeschwindigkeit von 275 km/h erreicht. Ja, 3,9 Sekunden. Tatsächlich ist dieses Fahrzeug sogar fähig, sogar höchst PS leistungsstarke Fahrzeuge mit demselben, fast dieselben Sekunden sogar ihnen nahe zu kommen. Und kein Witz, das Fahrzeug lohnt sich sogar an sich zu holen und sogar an sich eine Probefahrt oder ein Track Day daraus zu machen. Denn das Fahrzeug sieht nicht nur schön aus, sondern es ist eine der brillantesten Mustang, die jemals verkauft wurden. Auch in Forza Horizon 3 und in Forza Motorsport 6 gab es sie als spezielle Version. Der Ford Mustang wurde schon bereits seit 2015 angekündigt und wird seit Ende 2015 bis 2016 gebaut als limitiert. Unbedingt zugreifen, sag ich nur. Unbedingt zugreifen. Denn der Ford Mustang ist ein schönes brachiales Stück Ford-Kunst, der in den USA kam. Gehen wir mal zu unserem nächsten Thema: Rennspielspaß mit Assetto Corsa. Assetto Corsa hatte ein paar Tagen, ein paar Monate schon bereits Infos veröffentlicht über neue DLC-Packs. Und wer Assetto Corsa nicht kennt, Assetto Corsa ist ein italienisches Spiel vom italienischen Entwickler Cono Simulazioni Games Software Studios. Diese Leute sind für Simulationssoftware bekannt. An sich ist Assetto Corsa eigentlich eine frühere Early Access gewesen. Entschuldigung für diese falschen Ansprache. Und die Early Access hat lange gedauert, bis sie fertig war. Genau an sich war sie eine sehr gut gelungene Simulation. Nicht nur die detaillierten Fahrzeuge sehen nicht nur gut aus, sondern auch simulationsfähig. Ich meine, das ist ernst, simulationsfähig, wurde das mit Lasers gescannt, die Strecken und die Fahrzeuge. Hauptsächlich sind italienische Hersteller da in diesem Spiel vertreten. Italienische Hersteller. Nein, keine Sorge, wir meinen auch richtige andere Hersteller, aber wir meinen das ernst. Es sind auch ziemlich viele. Und viele meinen wir auch nicht nur diese 500 Abarth-Fahrzeuge, sondern auch alte 500 Fahrzeuge. Oh Mann. Da würde man sich schon bereits denken, reicht das nicht? Ach, dennoch ist es viel, aber dennoch ist es wenig. Und der neue Pack, den ich gerade sehen wollte, nur gescript worden war, ist der neue Porsche Pack. Der neue Porsche Pack, die da sehen, wird auch in Forza, nee, nicht Forza, sondern Assetto Corsa erhalten sein. Ja, nicht nur Forza Motorsport 6 und Forza Horizon 2 und wahrscheinlich Forza Horizon 3 wird es haben und EA-Spiele, sondern auch in Assetto Corsa wird endlich mal Porsche-Autos kommen. Und wir sind gespannt, wie es aussehen würde. Assetto Corsa gibt es auch übrigens für PS4 und Xbox One und für PC. PC kann man sich schön die Grafikspeicher teilen und Grafikeinstellungen machen. Ja, das war's für heute. Für Driver TV, wie schon erwähnt, ich würde mir leider für ein Like wünschen und ich hoffe nur, es hat euch das Spaß gemacht, die Episode zu sehen und schreibt in den Kommentaren, wie ihr es fandet.
Ansonsten würde ich euch trotzdem dazu noch einen kleinen Hinweis geben oder eine kleine Information. Wie schon erwähnt, ich werde nicht immer an angekündigten Zeiten die Episoden zeigen. Ja, warten. Ihr müsst darauf warten. Geht? Na, ich hoffe. Nicht, dass ihr jetzt beunruhigt seid und direkt sagt, der wollte uns ja nur langweilen und sowas. Nein, ich hoffe nur, ihr hattet Spaß jetzt mit der Episode. Und ich hoffe nur, zukünftig geht's auch weiter. Na gut, wir sehen uns später. Tschüss!